Lorchen. Das mit der Zimperlise, das war doch nicht so ernst gemeint. Du bist genau wie der Vater. Ihr wollt immer mit dem Kopf durch die Wand. Aber das Einzige, was dabei herauskommt, ist, dass es uns noch schlechter gehen wird als bisher. Du hör doch mal. Und heiraten können wir dann auch nicht. Lorchen, willst du denn so einen ollen, ekligen Kerl wie mich überhaupt nehmen? Nein. Du, sag das noch mal. Nein. Karl John wurde am 24. März 1905 in Köln geboren, wuchs jedoch in Zapot bei Danzig auf und besuchte dort auch das Gymnasium. Bereits als Gymnasiast war er vom Theater begeistert und übernahm etliche Rollen bei Schüleraufführungen. Auf Wunsch seiner Eltern begann er nach dem Abitur zunächst ein Architekturstudium an den Technischen Hochschulen in Danzig und Berlin, wechselte aber schon nach wenigen Semestern zur Staatlichen Schauspielschule in Berlin. Jons Theaterlaufbahn begann 1932 und führte ihn über Bunzlau, Dessau und Kassel ins preußische Königsberg, wo ihn 1938 Heinz Hilpert entdeckte und den jungen Schauspieler an das Deutsche Theater nach Berlin verpflichtete. Zum Film kam Jon Anfang der 1930er Jahre. Sporadisch sah man ihn anfangs mit kleineren, aber eindrucksvollen Nebenrollen in Streifen wie dem Hanse-Albers-Abenteuer Der weiße Dämon von 1932, das Lustspiel Kind, ich freue mich auf dein Kommen von 1933 oder der Literaturadaption Wenn der Hahn kräht von 1936. Populär wurde Jon vor allem durch seine Rolle des jungen Fliegerfeldwebels Bernd Birkhoff in dem Lustspiel Zwei in einer großen Stadt von 1942 als Partner von Monika Burg. Du musst fort. Ja. Ich bring dich an die Bahn. Ich setz nur meinen Hut auf. EK 1 und nun auch noch das Ritterkreuz. Nur das habe ich aber wirklich selbst noch nicht gewusst. Was weißt du schon? Du dummer Kerl. Eins weiß ich jetzt aber ganz genau. Ja? Das heute früh über Wannsee, das war doch eine Bücke. Bernd, ich habe also doch recht gehabt. Ja, und wie recht. Du, den Schuh, den bewahr gut auf, ja? Den stellen wir bei uns zu Hause in eine Glasvitrine. Bei uns zu Hause? Tja, wenn wieder Frieden ist. Ach ja, Bernd. Jetzt bald sein. Was ich dazu tun kann? Ich helfe ja auch ein bisschen mit. Komm wieder. Im Folgejahr später trat er unter der Regie Wolfgang Liebeneiners in dessen Melodram Großstadtmelodie von 1943 letztmalig in einer Kriegsproduktion auf. Für den deutschen Nachkriegsfilm stand der Schauspieler ab Ende der 1940er Jahre wieder regelmäßig vor der Kamera. So sah man ihn unter anderem 1947 als Peter Kaiser in einer Episode von Helmut Keutners Episodenfilm In jenen Tagen. Seinen schauspielerischen Schwerpunkt verlegte Karl John seit Kriegsende jedoch vornehmlich auf die Theaterbühne, insbesondere in Hamburg am Deutschen Schauspielhaus und am Thalia Theater. Neben seiner Arbeit für das Theater, Film und Fernsehen machte sich Karl John auch einen Namen als Sänger, vor allem mit Seemannsliedern, die er meist selbst vertonte. So trat er beispielsweise auch in Münchens berühmten Nachkriegskabarett Die Schaubude auf. Er schrieb zudem den Text zu dem Hanse-Albers-Song Einmal noch nach Bombay aus dem Film Auf der Reeperbahn nachts um 12:30 von 1954. Einmal noch nach Bombay, nur nach Shanghai. Einmal noch nach Rio, einmal nach Hawaii. Einmal durch den Suez und durch den Panama und dann wieder nach St. Pauli, nur in Hamburg, Altona. Auch in einer ganzen Reihe von Hörspielen war Jon als Sprecher im Einsatz. Hatte Jon in seinen früheren Jahren
Vor allem als jugendlicher Held geglänzt, etablierte er sich später fest im Charakterfach. Man sah Karl John vielfach auf Tourneen. Die Fernsehzuschauer erlebten Karl John neben verschiedenen Theateraufzeichnungen sowie Auftritten in so beliebten Krimireihen wie Die fünfte Kolonne, Der Kommissar, Derrick oder das Kriminalmuseum, beispielsweise als Bill Drews in dem Fernsehspiel Die Flucht nach Holland über die Flucht Wilhelm II. Persönliche Angaben über den Ermordeten haben. Wenn sich das anhört, der Ermordete. Tut mir leid, aber das ist so unsere Ausdrucksweise. Entschuldigen Sie, ich kann Ihnen Persönliches über Radolf nicht viel sagen. Wir hatten ja kaum Kontakt miteinander. Vielleicht sollten Sie sich mal an den Chefkonstrukteur wenden. Wieso, war der näher bekannt mit dem, Radolf? Ich weiß nicht, wie weit die Bekanntschaft ging. Jedenfalls wurde Radolf auf Empfehlung von Dr. Hartmann hin hier eingestellt. Könnten wir den Herrn nicht zu unserer Unterhaltung hinzuziehen? Kaum. Dr. Hartmann liegt seit 2 Wochen in der Klinik. Ein komplizierter Unterschenkelbruch. Schade. Und wie lange war Radolf bei Ihnen? Seit 15. Juni. Kann ich mir gestatten durchlaufen? Herr Oberleutnant als Erster zu gratulieren? Die Sternchen habe ich persönlich angenäht. Da würde ich aber das ewige Fräulein freuen. Danke, Ivan. Na und, wer wartet auf dich? Durchlaufen, das ist nicht so einfach. Hier in Sebastopol, da ist es... Da ist es die hier, Sinaida. Du, die versteht aber keinen Spaß. Heiraten, ernster Fall, was? Oh, für sie möchte natürlich schon. Aber das will reiflich überlebt sein wegen der anderen. Die möchten nämlich auch alle. Na, vielleicht entscheidest du dich gelegentlich. Darf ich mir erlauben, Durchlauf ein kleines Geschenk zu überreichen? Was ist denn das? Eine Hasenpfote mit Talisman, ein Geschenk von einer rumänischen Zigeunerin, bringt bestimmt Glück. Und da dachte ich mir, zur Verlobung. Danke, Ivan. Aber ich bin nicht abergläubisch. Sag mal, du hast doch nicht etwa was erzählt von der Verlobung? Boah, wir können ja Oberländer so etwas von mir denken. Kein Wort. Ja? Lieber Kostjan, im Namen der Kameraden überreiche ich dir den jüngsten Sohn unseres Schiffes als Geschenk für dein verehrtes Fräulein Braut. Hoffentlich benimmt er sich anständig und macht seiner Erziehung Ehre. Goldig. Ist wirklich nett von euch. Na Kinder, ich weiß doch aber noch gar nicht. Ivan hat es erzählt. Sie nimmt dich. Ivan? Herr Kommandant bittet die Herren zu einer Besprechung. Jawohl. Also komm. Das war dein Glück, Ivan. Die Hasenpfote durchlaufen. Eine seiner letzten Rollen vor der Fernsehkamera war die des Binnenschiffers Burmann in der Tatortfolge Finderlohn von 1977. Karl John starb während einer Tournee am 22. Dezember 1977 im Alter von 72 Jahren im Gütersloher Städtischen Krankenhaus an einer Herz-Kreislauf-Erkrankung. 2 Tage zuvor war er kurz vor der Vorstellung des Stücks Mond über dem Fluss von Pavel Kohut im Theater Gütersloh zusammengebrochen. Die letzte Ruhe fand er auf dem Friedhof Heerstraße im Berliner Stadtteil Charlottenburg. Schönes Lied, Ex! Es ist mir ein herzliches Bedürfnis, am Schluss unseres offiziellen Teils nochmals unserer Freude darüber Ausdruck zu endlich wieder in die Mitte seiner Saxo Austria gefunden hat. Und nochmals versprechen wir ihm feierlich, dass wir aus seinem Sohn Hans-Jürgen einen wackeren Saxo Austrianer erziehen werden. Würdig der Farben Grün-Weiß-Gold, wie auch der Vater einst und wie die Meere kündet zum größeren Ruhme des Chors stets kampfbereit getragen hat. Und somit treiben wir einen urkräftig donnernden Salamander zu Ehren unseres alten Herrn Heisterkamp. Ad exercitium salamandris. 1, 2, 3, die Witte. Prost.